3, 2, 1. Ja, mir hast du natürlich wieder die kaputte gegeben. Herzlich willkommen zu Keine Wochenshow vor Silvester. Schon wieder ist ein Jahr vergangen. Nummer 104. Und wir sind immer noch am Start. Und immer noch am Leben. Und immer noch gibt es diese Sendung. Und mit der heutigen Sendung schließen wir unser zweites Jahr ab. Ja. Haben wir geschafft. Ja. Grandios. Dazu muss ich immer mal sagen. Warte mal hier. Ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen Tischfeuerwerk besorgt. Muss ich irgendwie in Deckung gehen? Also, ich weiß nicht, das war letztes Jahr. Ja. Ui. Ich glaube, da ist meins dann schon, da habe ich fast ein bisschen Angst, auch weil es hier überhaupt, ich meine, hier steht auch Tischfeuerwerk. Ja. Aber, Ja, heiße Luft, ja. Aber eigentlich kann ich, naja. Ich würde dann hier alles gegen donnern wahrscheinlich. Naja. Naja, wir werden mal sehen, was du da hast. Wir machen heute natürlich Bleigießen. Mit Blei. Mit Blei. Ui. Mächtig verboten. Ja, oh, das stinkt ja jetzt aber auch hier. Ja, und gucken ein bisschen auf 2019, aber vor allen Dingen gucken wir heute zurück auf 2018. Ja, ein bisschen. Ja. So ein ganz kleines bisschen. Wir wollen gucken, was waren unsere Lieblingsfilme, unsere Lieblingssendungen, unsere Lieblingsevents. Ja. Was fanden wir nicht so toll? Was gab's auch? Ja, natürlich. Was gab's auch? Mensch, das ist halt so Friede, Freude, Eierkuchen gewesen dieses Jahr. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr meine Top-Clips, also Musikclips, ausgewählt. Oi, oi. Stattdessen habe ich ja, ich habe ja stattdessen keine Alben des Jahres mehr. Das habe ich dafür. Ja, die Alben habe ich, aber nur die besten vier, weil der Rest wäre mir zu viel. Von den tausend Sachen, die wir zugeschickt bekommen haben. Ja, wollen wir nicht mal anfangen? Ja, also mit was wollen wir anfangen? Das war unser Jahr 2018. Fangen wir mal, ich meine, du bist ja Metal Mavis, fangen wir mal tatsächlich an mit der Musik des Jahres 2018. Singles. Singles. Halt eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Okay, ich habe nur 5. Dann fang doch einfach mal mit deinen Top 10 bis Top 6 an. Top 10 bis Top 6. The Killers sind dabei. Ja, Tyler vs. Douglas. Dann habe ich Turbo Negro, Hot for Nietzsche. Auf der 9. Auf der 8 habe ich Guns N' Roses, Shadow of Your Love, ein Remake von 1987, was der Rossi hauen hat. Das ist Nummer, was war jetzt 8? Nummer 7 ist jetzt mit Ghost, mit Rats. Und die 6 habe ich die EAV, Coole Alte Sau. Okay, von denen habe ich tatsächlich erst vor kurzem auch einen Clip gesehen. Das letzte Album ist der Knaller gewesen. Also, du musst das ganze Album mal reinziehen. Also davon ist diese Nummer großartig. Auch meine Nummer 5 in diesem Jahr musikmäßig ist der Song Fast Slow Disco von St. Vincent. Heißen die. Und habe ich natürlich auf Radio 1 kennengelernt. Und das Interessante ist, dass ich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, war ich mir nicht sicher, ob es Madonna oder Kylie Minogue ist. Weil die wirklich so ähnlich klingen. Es ist wirklich ein ganz toller Song. Hab dann geguckt, was es ist. Es gibt ja so diese also wo sie immer schreiben, welcher Song man lief. Und die Band heißt aber St. Vincent. Und ja, dieser Song, Platz 5. Mein Platz 5 ist Parkway Drive, Pray. Eine schöne Hardcore-Metalcore-Geschichte. Nein, nicht ganz so brüllig ins Mikro rein, sondern eher so ein bisschen melodiös, aber eine richtig coole Nummer. Mein Platz 4, das wirst du garantiert auch nicht kennen, von Sophia Stevens, Mystery of Love, hat, glaube ich, sogar den Oscar als bester Filmsong bekommen in diesem Jahr. Zum welchen Film denn? Zum Film Call Me By Your Name. Mein vierter Platz ist Machine Head. Bastards. Eine sehr coole Nummer. Eigentlich sind sie auch sehr berühmt für ihre Krawallmusik. Aber das ist so mehr so entspannt. Ich glaube, unsere Best-of-CD 2018 wäre sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Man muss dazu sagen, dass ja Maschine, der um Scheideweg dieses Jahr gegangen sind, weil, glaube ich, drei Viertel der Band gerade die Band verlassen haben. Okay.
Platz 3, die wirst du wahrscheinlich auch kennen. Mumford & Sons. Ja. Guiding Light. Oh, schön. Sehr, sehr schöner Song. Platz 3 bei mir, Judas Priest. Die alten Herren. Mit No Surrender. Platz 2, da ist er jetzt dann doch. Kylie Minogue mit Dancing. Bei mir ist Platz 2, jetzt wirst du dich überraschen. Alice Merton mit No Roots. War der dies Jahr? Für mich war der dies Jahr. Ich habe ihn für mich erst dies Jahr. Ja, den fand ich okay, aber den habe ich nicht mal in meiner YouTube-Playlist. Ja, ich fand den. Das sind so Songs, die man im Radio hört und wo man denkt. Ja, ich fand auch den Text sehr schön und ich fand den ganzen Aufbau des Songs großartig. Ja, Platz 1, eigentlich auch schon 2017 erschienen, aber erst 2018 dann wirklich bekannt geworden durch Berlin Babylon. Ja. Babylon Berlin. ich bin mir immer nicht sicher, wer jetzt eigentlich als Interpretin genannt wird. Ich habe jetzt hier Severia, ja. Zu Asche, zu Staub. Ein ganz, ganz großartiger Song, der natürlich aber auch von dem lebt, was man denn dann so sieht genau. Bei dieser Szene. Aber auch der Song selber, ich habe den immer sehr gerne gehört. Das stimmt. Bei mir ist Platz 1 eine australische Newcomer-Band, The Ladies, mit Nothing But Trouble. Ja, Alben habe ich nicht. Das ist also dein... Das ist meins, ja. Mein Part. Ja. Davon sogar drei... Nee, alle vier haben wir nur diese ist ja hier vorgestellt. Auf Platz 4 mit Alice in Chains, mit Renee Fogg. Schönes Grunge-Album. Richtig düster, richtig schön. Bittersüß. Auf Platz 2 auch The Lazies. The Tropical Hazard. Auf Platz 2 Judas Priest mit Firepower. Auf Platz 1, wirst du nicht erraten, Willie Nelson. Mit Last Man Standing, das Album fand ich großartig. Ganz instrumentiert. Gut, dann habe ich noch, das hast du jetzt nicht, ich habe mir zum ersten Mal, weil ich ja kein Album habe, mir zum ersten Mal die Top-Musikclips mir mal rausgeschrieben. Ich gucke mir inzwischen sehr viel auf YouTube an und ich lerne auch sehr viel neue Musik auf YouTube kennen. Also weil ich gucke tatsächlich offensiv danach und meine... Wenn man es dann so lesen könnte. Nee, ich gucke gerade, wie viele es sind. Es sind 8. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, ob man die jetzt rückwärts... Also auf jeden Fall, ich sag jetzt mal tatsächlich Platz 8, OK Kids, Lügenhits. Ja. Finde ich einen großartigen Song, auch wie sie den da so im Video gemacht haben, wo sie dann vorm Reichstag sind und dann ihre Plakate hochhalten. Dann auch ganz großartig, Fantastische Vier und Clouseau zusammen. Fantastisch. Ja, ein ganz großartiger Clip. Ja, und ich finde auch, die spielen alle durchweg großartig. Also am besten ist wirklich Michi Beck. Den nimmst du voll ab, dass er so eine Scheiße hat. Nee, aber ich finde auch Clouseau spielt großartig. Und dieses, er will gerne, aber dann nimmt er immer wahr, aber oh, die sind irgendwie komisch. Also ich finde das sehr, also ein bisschen Nuancen, sehr gut gespielt. Also ist wirklich ein großartiger Clip, ja. Dann Echo Fresh, aber... Echt? Es gibt diesen Clip, wo Echo Fresh mit zwei anderen Leuten an einem Tisch sitzt. Also dieses Video ist nur, die sitzen an einem Tisch und werfen sich ihre Argumente für oder gegen irgendwas an den Kopf. Mhm. Und es ist ein großartiger Clip, muss man echt sagen. Dann, da was ganz anderes, habe ich, glaube ich, hier schon mal drüber gesprochen, Thomas Anders und Florian Silbereisen. Der Sturz auf der Bühne? Ah nee, das ist der Disco. Sie sagte doch, sie liebt mich. Ach, dieser Clip in der Disco. Ja. Ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal wirklich sehr, sehr gelacht. Also es ist ein völlig absurder Clip, weil es so absurd ist, dass sich Thomas Anders und Florian Silbereisen um eine Frau streiten. Also, kurios finde ich ehrlich gesagt, wie Thomas Anders rüberkommt. Ja. Also, er ist so, also man kann sich gar nicht beschreiben, so amateurhaft, finde ich persönlich. Also er kommt so sehr amateurhaft rüber. Nö. So doch. Aber ich finde trotzdem, ich finde es irgendwie lustig und eine coole Idee. Ja. Und ich muss leider auch sagen, der Song geht ans Ohr. Also bei mir vorbei. Dann zwei Tanzclips. Und zwar Ray Morris oder Morris Dancing with Character. Aha. In dem Spot, der, also erstmal ist das Lied toll. Und dieser Clip besteht nur daraus, dass eine junge Frau mit einer alten Dame tanzt. In einem großen Saal, in dem sonst keiner ist, vor einer Bühne. Und es ist sehr rührend gemacht, weil auch diese alte Dame so die ganze Zeit so ganz glücklich guckt und es ist so wirklich ein berührender Clip. Dann, oh Gott, den kann ich garantiert nicht aussprechen. Es ist auf jeden Fall der irische Beitrag zum Eurovision Song Contest gewesen. Wine O'Shaughnessy Together. Das ist in dem Clip, sieht man in Dublin in Irland, wie zwei junge Männer rauskommen und die so ja, künstlerisch tanzen auf dem Weg durch die Straßen von Dublin. Also so auch irgendwie sehr rührend. Und mein Clip ist dann auch
quasi passend zum besten Song auch wieder zu Asche, zu Staub. Das ist wirklich toll. Weil es ist einfach mal großartig. Also großartig gemacht. Wirklich, wie die Massen zu dem Song tanzen. Ja. Also diese es rhythmische... Diese, unfassbar diese, gut choreografiert. Ja, finde ich auch. So, bevor wir weitermachen, ein Bier. Ein Bier. Wein Stefana Kellerbier, 15-16. Werden wir es denn diesmal einblenden? Habe ich doch diesmal. Nein, hast du nicht. Ja, ich habe es klein. Nein, hast du auch nicht. Doch, habe ich gar nicht. Nein, hast du es gar nicht. Ich habe es gar nicht? Du hast es gar nicht. Ich wollte dir noch schreiben, aber ich dachte... Ich habe es aber... Nein, hast du nicht. Ich habe das alte. Trink jetzt mal dein neues. Und blenden es vielleicht mal ein. Also ich habe es wirklich bei der letzten Bearbeitung, muss ich wirklich sagen... Das ist ja kurios. Der plempert so vor sich hin. Hast du jetzt schon mal noch... Also ich habe dir nicht zugehört. Also das ist was? Ein Wein Stefaner Kellerbier. 1516. Naturtrüb. Also sieht schon mal sehr naturtrüb aus. Sieht aus wie aus der Havel. Naturtrübe, bernsteinfarbene Bierspezialität. Ja. Mit Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Aus Wein Stefan. Nee, aus Freising. Oh, hat einen sehr schönen zitronischen Nachgeschmack. Kannst du dir mal... Oh ja, ganz tollen zitronischen Abgang. Toll. Herrlich. Mmh. Also schmeckt fast ein bisschen wie ein Radler. Ja. Mit so ganz, ganz wenig Zitronengeschmack. Ja. Das ist nur ganz am Anfang und dann wird es eigentlich bitter. Bitter ist sie gar nicht. Doch. Fernsehen? Fernsehen habe ich... Top, also Top-Sendungen. Top-Sendung, ja. Also ja. Ich habe ja nur eine Top-Sendung dieses Jahr. Ja. Eine wäre? Ja. The Miraculous, Ladybug and Cat Noir. Die Kinderserie, die lief bei uns das ganze Jahr, den ganzen Tag nur. Wo läuft denn das bitte? Auf Disney Channel. Ach Gott. Und läuft rauf und runter. Irgendwie. Das Krasse war ja, manchmal gab es ja nur die Kinder geguckt. Dann kamen es die neuen Folgen, sodass meine Frau und ich auch noch davor saßen und geguckt haben, wie geht's denn jetzt weiter und was passiert denn da und großartig. Also die ist einer der wenigen Kinderserien, die mir heutzutage so selber sogar gefallen. Meine Top 5. Auf der 5, The Good Doctor. Ja. Wobei man sagen muss, vor allem die ersten beiden Folgen. Ich finde, dann hat es tatsächlich ein bisschen nachgelassen. Ja, war aber immer ja, noch, ja, war aber immer noch okay. Gut. Richtig gut als Doku, die Lösch dich. So organisiert ist der Hass im Netz von Funk, dem jungen Netzwerk von ARD und ZDF. eine wirklich klasse Doku, wo sie mal gezeigt haben, so diese ganzen Fake-Profile, die Trolle, wie das alles funktioniert und wie auch Leute instruiert werden, da in sich bestimmte Diskussionen einzumischen. Sehr, sehr gut. Dann die Notrufzentrale bei Vox, eine sehr spannende Serie, die von Vox leider völlig in eine Tonne getreten worden ist, nachdem sie dann zweimal den Sendeplatz gewechselt hat. Das ist genauso wie mit dem Projekt Schule. Ja. War auch eine großartige Sendung und nachher einfach mal ausklingen lassen. Wobei ja, weil da die... Ja, dabei schauen wir vorbei zwar, klar, Schuljahr war vorbei, aber so wie sie es eigentlich stiefmütterlich behandelt haben, die ganze Ding. Ja. Dann auch hier wieder Babylon Berlin, das wobei ich hier auch. Ich habe hier explizit Folge 2 zu stehen, weil das war auch wieder die Folge, wo dann... Wo es geknallt hat. Und mein Top-Fernsehding 2018 ist der Tatort im Toten Winkel. War auch einer der wenigen Tatorte, die ich gesehen habe. Und es war der Tatort, wo es um Altenpflege ging. Und der wirklich sehr berührend und sehr, also einer, der wirklich sehr ärgerlich gemacht hat, weil er tatsächlich mal auf Art und Weise des Fernsehkrimis aufgezeigt hat, was eigentlich alles falsch läuft in der Pflege. Und ja. Hast du noch Flops? Ja, ich habe doch Fernsehen an sich noch. Also die sind ja nur auch jetzt zu denen, die Netflix und Co. gucken. Und dies Jahr, man muss wirklich sagen, wir sind dies Jahr in den 20er Jahren stecken geblieben. Nicht nur Babylon und Berlin, sondern wir haben auch dies Jahr eine Serie gehabt, Peaky Blinders, weiß nicht, ob ihr das kennt, Gangs of Birmingham, geht auch in eine Zigeuner-Gang in Birmingham Anfang der 20er Jahre und auch Miss Fischers mysteriöse Mordfälle über auch eine Aristokratin, Miss Fischer, die in Australien in den 20er Jahren ihren Lebensstil lebt und dabei Mordfälle, also großartige Serie. Das läuft doch auch auf Servus TV, oder? Oder auf One? Oder? Keine Ahnung. Jetzt, läuft auf ja, jeden Fall auch im Fernsehen. Es lief dieses Jahr dort. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Ja, ich glaube, Servus TV lief das. Und das war wirklich, man kann da wirklich, man merkte, dass die 20er Jahre momentan voll dieses In. Und hast du Flops?
Nö. Ah doch, nee. Ich hätte jetzt gesagt, Helene Fischer Show, aber das stimmt ja nicht. War ja gar nicht gesehen. Ja, dann kommen wir zu den Flops. Da ist Helene Fischer Show nicht mit bei, weil ich fand die... Ja, kann ich nicht mitreden. Ich finde es immer ein bisschen albern, so auf die einzudreschen. Nein, weil und Spaß. Die Show war völlig in Ordnung. Naja. Also meine Flops, meine fünf Flops des Jahres sind Raus aus den Schulden Promi Special mit Nadja? Nadel. Wie viel denn mal denn? Unfassbar. Also, ja, wie nackig die sich da gemacht hat. Dann Spiel die Geissens unterm Tisch. Ein interessantes Format auf RTL 2, wo die Familie Geissen in einer Spielshow gegen andere Leute antreten musste und die Spiele waren, das war alles, also das war unterirdisch. Dann Promi Undercover mit Detlef D. Soest, Detlef Soest, der so hervorragend verkleidet war, dass ihn wirklich niemand erkannt hat. Im Spanzer, ja, kann man gerade sagen. Dann der Echo 2018. Ja gut, das stimmt, ja. Der war ja wirklich, ja. Der ja dazu, wir haben übrigens keinen Löffel, kann es sein? Wieso, da hast du doch einen Löffel drin. Ach, das Ding, ja. Okay, ja, genau, ganz klar, das schon mal. Also Echo 2018, unsäglich. Und mein Top-Flop 2018. Top-Flop, wisst ihr ein schönes Wort? Ist das Traumschiff. Jetzt sind die Folge, die über Weihnachten lief? Nee, die habe ich nur so halb verfolgt. Das war die Folge, die Neujahr lief. Also gleich das Jahr fing quasi mit dem Top-Flop an. Hey, und zwar kann die Folge Los Angeles, unter anderem, wo Beatrice gekündigt hat und dann verabschiedet wurde und das auf eine Art. Also diese ganze Folge war, also wie sagt man, choreografisch, drehbuchmäßig, regietechnisch komplett katastrophal. Ja. Sagen wir, ist er immer noch Harald Schmidt immer noch dabei? Ja. Wobei er, glaube ich, in der letzten, das war ich auch so, die Serie kommt dreimal im Jahr. Zwei oder dreimal im Jahr. Und gestern war eine Folge, wo Herr Schäferle im Urlaub war. War nicht da. Also, ja, naja, kann man ja aber machen. Weil man ja sowieso sagen muss. Jetzt ist die Frage, macht man es wie bei der Lindstraße, cut, und sagt, okay, jetzt läuft das Ding aus, oder führt man es in den nächsten 25 Jahren weiter? Nee, beim Traumschiff kann man ruhig einen Cut machen, weil, ich meine, Sascha Hehn ist ja, steigt ja nun aus. Ach, oder? Ja, ja, der steigt aus künstlerischen Differenzen aus, weil er die Scheiße nicht mehr mitmachen will. So kann man auch verstehen. So würde ich das mal interpretieren. So kann man das auch mal sagen, ne? So. Ja, wollen wir mal Bleigießen machen oder wollen wir, das machen wir ganz am Schluss, oder? Ja. Wobei, ich habe echt Angst, ob das hier so... Wir können hier eine kleine eine Version daneben nehmen. Oder wir können es ja, wir stellen wir können es ja auf die Erde stellen und dann filmen wir das mit dem anderen, ja, mal gucken. Der anderen Kamera. Ja, irgendwie. Oder wir machen es draußen. Oder wir machen es, ja, mal gucken. Das hat mich 2,99 € gekostet, hallo? What? Ja. Da ist Bums hinter, das ist Tischfeuerwerk. Das Bums hinter, deswegen ist eine Glücksbombe. Ja, eine Glücksbombe. Ein Glücksbäumchen. Sehr schön. So. Glück wünschen und Glück haben. Die klassischen Glücksmotive mit überraschenden Formen. Toll. Dreimal Glück in einem Satz. Wollen wir Bleigießen machen? Ja. Pack das mal aus. Während du auspackst, du gehst ja nicht so oft ins Kino, oder? Deswegen Ich hab ganze zwei Filme, ja, auf meiner Liste. Und die waren natürlich alle dufte, oder? Die waren so. Ey, die hast du bestimmt auch, sag mal, mehr Juni, oder? Auf meiner Kinoliste stehen dies ja nur 77 Filme. Ja, bei ich mir werde sie natürlich zwei. Nicht alle nennen, aber ich möchte die Flop 5 mal nennen, ganz schnell. Und zwar, mein Flop des Jahres ist The First Purge. Ist bei mir unter die Hand. Dann sowas von da ist der Top Flop 2. Dann, was mir wirklich leid tut, Asphalt Gorillas von Detlef Buck auf Flop 3, weil also unfassbar langweilig und blöd. Mile 22, Krimi auf Platz 4 und Flop 5, leider muss man auch sagen, Mary Poppins Rückkehr. Fand ich sehr, sehr langweilig. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Nicht. Das macht man auch nicht. Man macht dich einen Film nach 30 Jahren nochmal. 50. 50, ja. Meine Top, sagen wir mal Top 10. Darf ich meine beiden Filme, ja, Filmchen, die ich dann noch dazu steuern kann? Ich habe einmal, wie gesagt, aufgrund der Kinder kommt man ja schwer ins Kino, zwei Filme. Deadpool 2. Großartig. Großartig und Bohemian Rhapsody. Ja, super großartig. Sind Deadpool 2 ist bei mir tatsächlich auf Platz 11. Oh. Wobei man sagen muss, alles bis Platz 12 sind 90% Filme. Okay. Also es sind großartige Filme bis Platz 12. Also 9 von 10 haben die, oder? Ja. Ja. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen irreführend. Aber meine Top 10, also auf der 10 ist Kindeswohl, ein Drama.
Sagt mir überhaupt nichts. Auf Platz 9, 303. Ein deutscher Film über einen Mann und eine Frau, die mit dem Camper von Berlin nach Lissabon reisen. Auf Platz 8, Isle of Dogs, Ataris Reise, Oscar prämiert, Animationsfilm. Ja, wie sehr. Auf Platz 7, Filmstars Don't Die in Liverpool. Ist das eine Beatles-Biografie? Nee. Auf Platz 6, Das schweigende Klassenzimmer, deutscher Film, unbedingt noch angucken. Da geht es um eine DDR-Geschichte, wo eine DDR-Klasse in der Stalinstadt, heutige Eisenhüttenstadt, irgendwie, protestiert, indem sie an irgendeiner Stelle schweigt. Aha. Toller Film. Auf Platz 5 Gundermann. Ja, darüber haben wir gesprochen. Genau. Auf Platz 4 Searching. Das ist dieser Film, wo mutmaßlich ein Kind entführt wird oder verschwunden ist. Und dieser ganze Film sich auf einem Desktop abspielt. Mhm. Auf Platz 3 Der Hauptmann. Auch ein deutscher Film über einen jungen Mann, der quasi am Ende des Zweiten Weltkrieges quasi aus der Gefangenschaft flüchten kann, ja, doch, und dann auf einen Posten stößt. In Norddeutschland wird nicht später haben. Ja, irgendwie ja. So. Und er dann selber so tut, als sei er ein Hauptmann und selber zum großen Arschloch wird. Ja, genau. Ganz, ganz toller Film. Ist da nicht hier mit, wie heißt denn der? Egal. Ja. Bohemian Rhapsody auf Platz 2. Und mein Top-Film des Jahres, ich bin mir echt gar nicht mehr so sicher, aber eigentlich war er doch ganz großartig, Halloween. Ach so, Halloween. Ja. Ja. So, wie weit sind wir denn? Ja, wir müssen ja nur noch starten. So, Bleigießen. Wir gucken mal. Was habe ich denn hier? Ich habe hier erstmal eine 1000. So, ich werde mal diesen erstmal... Warum ist das eigentlich verboten? Ich glaube wegen der CO2-Geschichte, ne? Oder? Wahrscheinlich auch wieder wegen irgendwelcher giftigen Dämpfe. Ja, ich riech's auch schon. Es ist ja ganz ekelhaft. Ja, ganz schlimm. Ich krieg gar nichts. Ist das mir nicht zu trinken bei an dieser letzten glorreichen Sendung des Jahres? Was soll ich denn trinken? Ein Sekt oder was? Ja, weiß ich nicht. Du bringst ja sonst immer irgendeinen Spaß mit. Was war denn dein Event des Jahres? Mein Event des Jahres? Ich hab 3. Natürlich, ich muss jetzt umblättern hier. Also, natürlich 3 Konzerte. 3 glorreiche Konzerte. Also Platz 3 in Extremo nach Rheinburg, das war schon cool. Haben wir ja sogar Ausschnitte gezeigt, ja. In dieser Sendung. Wir haben auch Platz 2 Ausschnitte gezeigt von Iron Maiden in der Waldbühne. Ey, großartig. Der Typ ist, wie alt ist der, Mitte 60 plus Dickinson und hat eine Show abgeliefert wie ein 20-Jähriger. Absolut großartig. Und auf Platz 1 ist bei mir auch The Lazies. Der im Cassiopeia gesehen, ein ganz, 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 ganz kleiner Club. Und die haben die Hütte so weit von gerückt. Dafür haben wir auch, glaube ich, dies Jahr auch Schnitte gezeigt. Was denkst du, wie weit sind wir? Wir sind, sieht schon mal ganz. Na, dann würde ich noch sagen, meine Events, ich war dieses Jahr tatsächlich auf fast keinen Konzerten. Und ja. Doch, wir waren noch Queen. Ja, aber das war gut, aber also mein Top-Event. Also es waren eigentlich 2 Events, die ich richtig toll fand. Einmal, ich war bei einer Mischung aus Lesung und Theaterveranstaltung mit Samuel Koch im Schlossparktheater in Berlin-Steglitz. Und das war sehr, sehr berührend. Erstmal ist es überhaupt toll, diesen Typen mal quasi live zu sehen, weil es so ein lebensfreudiger Mensch ist. Ja, ja. Und ein mutiger Mann. Und auch was der schauspielerisch drauf hat, ist unglaublich. Und dann das zweite Event war der Raub der Sabinerin, das letzte Stück... Ja. Im Theater, ich weiß das gar nicht, ich weiß immer nicht, Theater oder Komödie, wahrscheinlich Komödie am Kurfürstendamm. Das Stück selber toll, aber auch natürlich dann diese Emotionen dann am Ende, als das Theater dann geschlossen wurde, das war weil ganz, mit Familie ja. Thalmann, ne? Ja. Ja. So, ich werde jetzt mal, Thalbach, meiniger. So. So, ich werde jetzt mal diesen Haufen flüssigen Bleis hier mal reinhauen. Dann hol jetzt mal raus, ich muss aus wie ein Käfer. Dann musst du denn da, ich hab dir das da mal hingelegt, weil da könnte man mal interpretieren, was das sein sollte. Ey, wisst ihr, wie das aussieht? Wie eine Form vom Alienkopf. Wie von Ridley Scott. Könnte man so sagen. Das sieht überhaupt aus wie ein Kopf. Man sieht hier, ja. Sieht man sogar die Nase, hier ist das Auge. Ja, hier ist ein Hinterkopf. Wie, wirklich wie hier Alien? Na, nicht, dass da noch was Kleines kommt. Sag mal. Sag mal. Darüber macht man keine Scherze. So.
Musst du wieder anmachen. So, ich werde jetzt mal wieder anschalten und... So. Ja, da sind wir wieder. Live-Aussendung. So, was haben wir noch? Ich habe noch Bücher. Hast du da eine Hitliste? Ich habe genau ein Buch dieses Jahr. Eigentlich habe ich zwei Bücher geschafft, bloß den anderen halt, den Namen habe ich nur vergessen aufzuschreiben. Du bist hier noch am Aufhängen. Ich habe von Harald Gilbert's Endzeit, ein großartiger Roman über die letzten Tage des Krieges, beziehungsweise die ersten Tage im befreiten Berlin. Ein sehr, sehr toller, authentischer Roman, auch beziehungsweise Kriminalfall über Kommissar Oppenheimer, wie er versucht, im zerstörten Berlin klarzukommen. Wirklich eine ganz tolle Geschichte, baut natürlich auf eine Geschichte auf, die auf den Roman davor spielen, aber auch als Einzelbuch gut zu lesen. Und du? Das machen wir gleich. Oh, bist du schon durch? Ja, das ging ganz schnell. Guck ja, mal. Okay, zucki hier. Tja. So. Toll! Toll! Was denn? Was hier noch Dreck? So. Das sieht aus wie... ein Klumpen etwas. Gleich noch bespritzt. Aha. Das sieht aus wie ein Muffin. Wie ein Muffin. Ja, guck mal hier. Das sieht ein bisschen aus wie ein Muffin. Könnte aber auch, weil ja hier so eine... Also könnte ein Ring sein, ja. Nee, ein Ring nicht, aber so ein Hocker. So ein Hocker. Könnte ein Hocker sein. Was könnte das noch sein? Was will der Autor damit sagen? Das ist ein Kuchen, ein Muffin. So würde ich das interpretieren. Guck mal, hier ist so diese, was immer so drumherum ist. Das ist die Füllung. Könnte auch ein Eis sein. Könnte ein Eisbecher sein. Guck mal. Ich sitze hier so rauf mit den beiden. Also hier sind ja noch die... Ja, ja. Die Eisbecher. Ja. Ich werde schlemmen nächstes Jahr. Und Metal Mirrors wird toll. Alien. Das ist ja großartig. Also die Ressort... das Schöne ist ja... das steht bestimmt nicht auf dieser komischen Erklärung mit drauf. Steht hier Alien drauf? Nee. So, meine Bücher-Hitliste. Hast du denn ein paar mehr? Du hast ja fast jede Woche und dieses Jahr ein Buch vorgestellt. Ich mach mal nur einen Flop, weil das kennt man ja eh nicht. Helmut Krauser, Geschehnisse während der Weltmeisterschaft. Völlig scheiße, langweilig. Was gibt's denn da? Weiß ich nicht mehr. Sehr Top schön. 5, Christian Linker, Der Schuss, haben wir auch hier besprochen. Ja. Platz 4, Jens Eisel, Bevor es hell wird, haben wir auch hier besprochen. Platz 3, Clara Holm, Rabenaas, haben wir auch hier besprochen. Nee. Rügenkrimi. Ja, doch, ja. Platz 2, Andreas Winkelmann, Haussitter, haben wir auch hier besprochen. Auch besprochen, ja. Und Platz 1, erst kürzlich hier besprochen, Jean-Paul Didier Laurent, Der unerhörte Wunsch des Monsieur Dinsky. Mensch. Hat deine Frau den schon gelesen? Noch nicht. Sie irgendwie... Ihr hättet jetzt natürlich von mir zu Weihnachten natürlich auch Bücher bekommen. Jetzt liest sie wieder 5 Bücher gleichzeitig, dazu noch 3 Serien gleichzeitig. Also voll beschäftigte Frau, würde ich mal sagen. Ja. So. Dann. Hast du dir was vorgenommen für 2019? Wir müssen, glaube ich, mal einen kurzen Cut machen, weil wir gleich die halbe Stunde voll haben. Bleiben wir noch sitzen. Wollen wir, hast du ein Buch oder eine CD oder hast du sowas mit? Nö, nicht? Ich schon, aber naja. Das lassen wir jetzt mal weg. Ich würde aber mal sagen, wir probieren das hier mal aus, oder? Ja. Wir machen es doch so, wie es so sein soll. Halt! Ja. So, müssen wir hier vorne hinstellen. So. Hast du auf hast du? Ja, aber ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe mal aus dem Bild. Was hast du denn für ein Scheiße geholt, den Printer ja nicht hier? Der hat keine Zündschnur hier. Doch, das geht ja meist jetzt. Randale! Alles gut. Siehst du, hast du eine Tröte mit drinne. Siehst du, so musste ich eine Tröte anhören. Es stinkt jedenfalls lecker. Wie die Pest. Ganz toll. Ich werde mir das dann im Video angucken, weil ich habe vor Schreck nicht hingeguckt. Kannst du eigentlich auch Zeitlupen machen?
das hätte man vorher irgendwie einstellen müssen, auf jeden Fall beim Handy jedenfalls. Habe ich neulich erst die Funktion entdeckt beim Handy. Denk, meine Tochter habe ich vorhin beim Tanzen eigentlich auf jeden Fall Zeitlupe gehabt. Da bloß wir sind heute länger als 30 Minuten. Ja, wir sind heute länger als 30 Minuten, weil wir kriegen es nicht. Wir kriegen sie hin. Nein. Weil wir haben ja auch noch die Promi-Geburtstage der Woche. Ich habe genau zwei. Ich habe überraschenderweise doch relativ viele. Aber wir haben noch nicht mal, weißt du, wir haben noch nicht mal über das Wichtigste jetzt gesprochen. Na? Über Dinner for One. Was gibt's denn da? Was ist denn da? Also das kommt doch jedes Jahr. Genau, in Deutschland. Aber dies Jahr das erste Mal in Großbritannien. Hammer! Guckst du Dinner for One? Natürlich. Ich habe mir schon die Liste rausgesucht, weil ich sie dann gucken werde. Wir könnten mit 10.30 Uhr mit dem RBB starten und könnten dann 15.35 Uhr im NDR weitermachen. Die bringen es ja doppelt. NDR bringt es ja schon um 17.05 Uhr wieder. Und um 19.40 Uhr nochmal. 19.40 Uhr und dann nochmal um 22.35 Uhr. Nee. Viermal NDR mit Dinner for One. Hätte ich mal Respekt. Und da sind ja noch nicht mal diese Sprachversion bei. Es gibt ja noch so diverse Hessisch und Dingsbums und... Da gibt es doch die Version mit Otto Walkes und Ralf Schmitz, die fliegen nicht so doll. Es gibt dies Jahr um 22.20 Uhr auf ZDF Neo eine Version mit William Cohn, wo ich gerade nicht weiß, wie die, ob das jetzt, Dinner for Cohn heißt die wahrscheinlich. 22.20 ZDF Neo. So, Promi-Geburtstage, die letzten in diesem Jahr. Ja, ich habe genau zwei. Na? Ganz wichtig, am 26.12.1963 wurde Lars Ulrich geboren. Den habe ich ja nicht mal draufstehen. Ist ein ganz wichtiger Geburtstag. Dieser Schlagzeuger von Metallica. Ist ja wohl oberwichtig. Lars Ulrich. Sollte mal ursprünglich Tennisspieler werden. Heute ist er geworden, einer der berühmtesten Metal-Schlagzeuger ever. Ja, ja, mal weiter hier. Olaf Berger. Wer? Schlagersänger. Ich muss sagen, Olaf Berger, also ich kenne ihn vom Namen, hab da mal nachgeguckt, was der eigentlich so alles gemacht hat. Ich kannte keinen Song von dem. Mir sagt der Name nicht mal. Ja. Ist auf jeden Fall 55 geworden. Irgendeiner unserer Zuschauer wird den schon kennen. Heiligabend ist er 55 geworden, am ersten Feiertag. Willkommen im Club der 40er. Jasmin Gerard. Ach, Mensch. Ja. Ja, die Frau. Schauspielerin, Moderatorin. Wobei die Playboy-Aussieherin. Ja, wobei die jetzt gar nicht mehr. Ich sehe die. Sieht man die noch irgendwo? Na, letztes Mal gesehen sie bei kein Ohrhasen. Ist auch schon dabei. Ja. Auch am ersten Weihnachtstag Nova Meyer-Henrich. 45 geworden. Tarek Ollert am 25.12.1958. Alana Miles. Hanna Schigula. Wer? Die Namen sagt mir heute. Große Schauspielerin. 75 geworden. Wird 80 getippt. Willkommen im Club der 40er. Antje Busch-Schulte, Schwimmerin. Achso. 40 Jahre geworden, wie gesagt. Mann. Dann am Donnerstag Florian Martens, Schauspieler, 60 geworden. Sagt mir gar nicht. 70 geworden am Donnerstag Gérard Depardieu. 40 geworden, auch wieder. Herzlichen Glückwunsch im Club der 40er. John Legend. Wer? John Legend. Legend. Richard Kleidermann. 80 geworden? Nee, erstaunlicherweise erst 65. Auch 65 geworden, unser Matze Platzek. Ja. Matthias Platzek, unser ehemaliger Ministerpräsident hier in Brandenburg. 65 am Sonnabend. Ja, großartiger Mann. John Voight. Wenn du den siehst, kennst du den bestimmt. Schauspieler aus den USA. Sonnabend 80 geworden und heute 50 geworden. Na? Thomas D. Großartige Sendung, Wissen vor 8. Macht er ja. Ja. So. Mensch, hast du noch mehr auf dein Zettel zu stehen? Ich bin schon lange durch. Ich könnte noch sagen, ja, das mache ich mir, ist ja jetzt sowieso alles egal zeitlich. Ja, völlig. Der Junge muss an die frische Luft. Ja. Ist mein Kinotipp. Vielleicht solltet ihr euch den lieber angucken, anstatt hier eure dusselige, weiß ich nicht, was für eine Party zu gehen. Der Junge muss an die frische Luft. Ist ja die Biografie gewesen, oder eigentlich so die Kindheitserzählung von H.P. Kerkeling. Ist 2015 oder 2014 als Buch erschienen. Und jetzt Weihnachten ins Kino gekommen. Und es ist
Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film geworden. Also es ist jetzt auch nicht mein Top-Film. Rührend. Ja, sehr rührend, sehr lustig. Also man muss ja dazu sagen, Hape Kerkeling hat schon in der Kindheit sehr viel performt. Wenn man aber diesen Film sieht und wenn man auch das Buch liest, wird man auch merken, das hat alles auch Gründe gehabt. Also seine Mutter hatte irgendwie eine schwere OP, nach der sie nicht mehr riechen und schmecken konnte. Ja, weil es schwer depressiv. Daraufhin ja. wurde sie schwer depressiv und hat sich letztlich auch durch Tabletten umgebracht. Und er hat halt immer versucht, sie durch seine Komödiensachen aufzuheitern. Und auch seine Oma ist gestorben in der Zeit. Also das kam alles irgendwie zusammen. Und er ist dann bei den anderen Großeltern dann aufgewachsen. Und es war halt nicht immer einfach. Und man muss sagen, Julius Weckauf spielt Hape Kerkeling in jungen Jahren und er macht das so unfassbar toll. Also das, das ist so ein Junge, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 9, 10, der muss älter werden, also 10, 11. Er ist 11, 12, 11, ja. Und erstmal sieht er wirklich aus wie der kleine Hape Kerkeling. Er trifft den Ton von Hape sehr, sehr gut. Ja, vor allem, wenn er jetzt die Witze reißt, hat ja. er genau ja. die Pointen. Und er spielt auch überhaupt ganz toll, also auch so diese Nuancen, so Blicke, kurz so Lächeln, also es ist wirklich, macht echt Spaß. Und auch wie dieser Film ausgestattet ist, also spielt er in den 70ern und es kommt so richtig gut rüber, so dieses alte Recklinghausen, so ein bisschen abgewohnt alles. Und also es ist wirklich lustig, warmherzig und ein schöner Familienfilm, den man sich da angucken kann. Der Junge muss an die frische Luft, Regie Caroline Link übrigens, die ja schon Oscar gewonnen. Das stimmt. Ich habe eigentlich auch einen kleinen Tipp. Und zwar auch eine CD, beziehungsweise eine CD-Reihe. Und zwar eine Hörspielreihe. Und zwar Leo der Löwe. Sagt ihr das was? Mhm. Leo der Löwe ist ein Hörspiel, was hier aus Oranienburg kommt. Hat sich jemand aus Oranienburg ausgedacht. Und hat es anfangs über Facebook verbreitet. Denn die ist auch teilweise, die läuft zu erschienen über Radio Telly. Und da gibt es mittlerweile, glaube ich, 6 Folgen oder ein bisschen mehr. Und Leo der Löwe ist Entdecker. Der ist ein kleiner Entdeckerlöwe und der wird von seinem Vater, von seinem Opa so initiiert, Abenteuer zu leben. Baut sich eine Abenteuermaschine und entdeckt wirklich tolle Geschichten. Auch für Kinder so zwischen 4 bis 6, bis teilweise auch 7, 8, erleben da Geschichten, wie klein Leo Albert Einstein trifft, wie er die Gebrüder Wright trifft. Und ist wirklich hervorragend gespielt, richtig toll gemacht. Nicht immer so auf lustig, sondern hat auch Substanz dahinter und definitiv eine ganz tolle Geschichte. Kann man das irgendwo nachhören? Das kann man, die CDs kann man sich kaufen, hier örtlich, glaube ich auch bei einer Stadtbücherei oder gibt es glaube ich auch im Handel, auch direkt auch über Amazon. Ich weiß leider den Autor leider jetzt spontan nicht, aber es ist eine ganz... Das hast du ja bestimmt alles eingeblendet. Natürlich! Aber es ist eine ganz tolle Kinder-Hörspielreihe, die nicht nur lustig ist, sondern auch wirklich Wissen vermittelt. Und es macht auch Spaß, die zu hören. Was wird von 2018 bei dir übrig bleiben? Übrig bleiben? Spannende Biersorten entdeckt dieses Jahr. Nein, also eigentlich, ich muss sagen, dass es ein sehr rundes Jahr war, wenig Negatives eigentlich so für Persönlichen erlebt haben, zu haben. Wirklich eigentlich ein rundes Jahr, eigentlich viel Positives von der Familie her, nichts Schlimmes passiert und eigentlich ein sehr, sehr positives Jahr. Weißt du, was du zu sagen? Ich sag mal, unpersönlich natürlich ein schwieriges Jahr. Ja, und ja. Aber wenn man das mal alles beiseite nimmt, wird bei mir natürlich bleiben das wird der Club der 40er, aber vielmehr hat halt das super funktioniert, was ich mir so im Vorfeld gedacht habe. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen in diesem Jahr, habe viel auch mit Freunden gemacht. Wir haben jede Woche eine Sendung gemacht, aber ich sag mal, Schweden wird mir sehr in Erinnerung bleiben. Also natürlich Highlight, ich war dieses Jahr, habe ich ja auch erzählt, bei Michel aus Lönneberger, beziehungsweise auf dem Katthulthof, den es ja wirklich gibt. Ich war in Lissabon beim Eurovision Song Contest, haben wir ja auch ausführlich hier zelebriert. Und aber wie viele waren nicht weg? Ja. Na, ich wollte ja, aber du wolltest ja nicht. Okay. Was heißt denn, ich wollte? Ich habe keine Zeit. Ja, das ist einmal, ja, du hast so. Ja nie Zeit für mich. Ja, außer jede Woche. Du hast nie Zeit für mich. Nie über. Nee. Ja. Ja, ansonsten natürlich, was diese Sendung angeht, 100. Sendung hinter uns gebracht.
Und das fulminant. Da fällt mir ein, ach, ich wollte eigentlich unsere 5 erfolgreichsten Sendungen zusammenstellen, aber ich glaube, das weiß ich auch im Kopf. Also natürlich unser Erfolg, also klicktechnisch, also unsere größte Einschaltquote hatten wir natürlich, hatten wir mit der Sendung mit Andreas Dalibor. Ja. Überraschenderweise unsere zweite erfolgreichste Sendung ist die, Karl Ranseier ist tot. Warum wohl? Das muss der Titel sein, aber da sind wir jetzt auch schon fast bei 800 Klicks. Nein! Ja. Großartig. Und dann natürlich die beiden Sendungen mit Hans-Joachim Leseke und Karl-Dietmar Plenz. Und ich weiß nicht, was dann, ob dann an fünfter Stelle schon unsere 100. Sendung kommt oder die Sendung, die zweite Sendung mit Leseke, wo er erzählt, warum er aus der SPD aussieht. Sie haben beide weit über 400. Mhm. Ja. Ja, das heißt, spannendes auf 2019, wen wir denn da einladen werden. Ich kann schon sagen, dass wir im Januar schon unseren ersten Gast haben und es gibt zumindest meinerseits viele Ideen für Leute, die mal zu uns kommen könnten. Es sind eigentlich mehr, als wir das so, also wir wollen es ja so drei, viermal im Jahr machen. Nicht als öfter. Highlight. Ganz hicklickt. lass uns nicht so faseln. Das war's. Ja. 2018 ist passé. Gleich. Einen guten Rutsch. Na, nee, morgen. Das ist ja gleich. Ja, demnächst. Oder schon lange, je nachdem, wie ihr das guckt. Aber an dieser Stelle wird ja gar keiner mehr gucken. So lange guckt ja keiner. Das ist ja YouTube, ist ja da zählen ja nur diese 3-Minuten-Clips und danach ist ja Sense. Achso. Ja, guten Rutsch ins neue Jahr und wir verabschieden uns natürlich zünftig mit einem richtigen Feuerwerk. Und wenn ihr euch fragt, wo ist denn das? Das ist in Oranienburg im Oranienpark. Da wurde am Donnerstag irgendwie das Feuerwerk präsentiert, also was man da so probiert. Nein, das war so eine Präsentation dessen, was man dann am nächsten Tag kaufen kann. Und ja, damit sagen wir Tschüss. Bis im neuen Jahr. Wenn das hier funktionieren sollte, heißt es. Und